Und es ist jetzt. Okay. Und es ist jetzt am. Und in dem. Und es ist jetzt. Und. Hallo, ihr Lieben! Auch heute soll es nochmal zwei meiner gelesenen Bücher geben, und zwar diese beiden hier. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist ein weiterer Teil der Dare to Love-Reihe von Carly Phillips, und zwar Einmal und immer wieder. Das ist der achte und vorletzte Teil der Dare to Love-Reihe. Ich habe ja alle 8 Bände, die bisher erschienen sind, gelesen. Und es gibt Teile, die mag ich mehr, und es gibt Teile, die sind für mich ein bisschen schwächer von der Handlung her und von dem Ganzen, was dort passiert. Und ich muss sagen, dass Einmal und immer wieder für mich wieder ein eher schwächer Teil war, was halt die Handlung betrifft. Ich finde, hier in dem Buch ist von der Handlung halt nicht so viel passiert. Es war halt eine eher ruhige Geschichte, wo es halt wirklich um die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden Charakteren wirklich geht. Also da liegt so der Fokus drauf und weniger um das ganze Drum und Dran. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, weil mir hier dadurch einfach ein bisschen die Spannung gefehlt hat. Ich sage euch aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Lucy Dare und Max Savage. Und Lucy ist die Schwester von Gabriel und Declan Dare. Die drei leben in New York und sind die Cousinen und Cousins von den Dares aus Miami, wo sie eigentlich spielt. Also diese Familie ist einfach riesengroß, und ja, so viel kurz zur Erklärung, wer Lucy ist. Und es ist jetzt so, dass an dem Punkt in der Geschichte, wo wir das Ganze beginnen, Max sich gerade eingestanden hat, dass er doch für Lucy mehr empfindet, als er sich immer eingestehen wollte, und er jetzt einfach nicht mehr sich von ihr fernhalten kann, und er will sie jetzt für sich gewinnen und erobern. Und Lucy hat aber einen Freund, und der Freund passt aber so der ganzen Familie nicht wirklich in Kram. Und Max versucht jetzt natürlich alles daran zu setzen, um Lucy für sich zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Und ob Max das Ganze gelingt oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, von der Handlung her war es eine eher ruhigere Geschichte. Es kommen Wendungen in diesem Buch, wo man weiß, dass jetzt was passieren muss, um einfach ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber es war, wie gesagt, trotzdem ein eher ruhigerer Teil der Geschichte, wo es halt wirklich mehr so um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den beiden ging. Was aber völlig okay war, weil es muss ja nicht jeder Teil immer extrem aufregend sein. Und ich bin jetzt aber auch schon auf den letzten Teil gespannt von der Handlung her. Ella und Tyler, ich bin echt gespannt. Die beiden hat man im Teil davor schon mal so ein bisschen kennengelernt, und ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, kommen wir aber mal zurück zu Einmal und immer wieder. Wie gesagt, von der Handlung her fand ich es gut, war halt für mich ein bisschen eher schwächerer Teil. Von den Charakteren her, ich mochte Lucy total, ich mochte auch Max total. Max ist, die Männer sind alle toll, also das kann man nicht anders sagen, das sind alles so kleine Alpha-Männer, die alles für ihre Frauen tun würden, so der typische Traum einer jeden Frau, ein großer, starker Mann, der einen beschützt und einen trotzdem alle Wünsche von Augen abliest. Dass es sowas in Wirklichkeit nicht gibt, das wissen wir alle. Und ja, also wie gesagt, von den Charakteren fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich mochte Lucy, ich mochte Max und natürlich auch die ganzen Nebencharaktere von den ganzen Bänden davor. Kommen ja auch alle wieder mit drin vor. Was für mich teilweise ein bisschen verwirrend war, weil ich immer erstmal mich wieder sortieren musste. Wie war das mit dem? Wie war das mit dem? Aufgrund dieser riesigen Familie. Aber es war okay. Vom Setting her spielt das Ganze wieder in New York und teilweise wieder auf so einer tropischen Südseeinsel, die man schon aus den vorigen Bänden kennt. Diese Insel hat eine spezielle Bedeutung in dieser Reihe. Und ja, hat mir auch gut gefallen vom Setting her. Ich finde ja sowieso amerikanisches Setting immer ganz, ganz toll. Ist ja voll mein Ding. Warum auch immer. Und ja, Beschreibungen waren gut, Umschreibungen waren gut, Schreibstil im Allgemeinen, locker, leicht und einfach, hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Und ich kann euch wirklich die Dare to Love-Reihe so für zwischendurch als Bücher immer nur nochmal wieder mit empfehlen. Wie gesagt, sie sind jetzt nicht ultra dick, man hat das in 1-2 Tagen wirklich sehr, sehr gut durchgelesen, und es sind immer so Geschichten, die für mich immer so gut zwischendurch gehen, einfach mal um so durchzuatmen, weil ich weiß, das sind Geschichten mit einem Happy End, und das sind die Geschichten, die gut ausgehen, und ich weiß, was da auf mich zukommt, und kann da echt entspannen beim Lesen. Und ja, deswegen empfehle ich euch die Dare to Love-Reihe immer wieder, und ich freue mich jetzt echt schon auf den 9. Teil und ja, auf Ella und Tyler. Wuhu! Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Every Little Thing von Samantha Young. Das Buch ist ja am 10. März, glaube ich, rausgekommen, und ich bin gleich in die Buchhandlung gerannt an dem Tag und habe es mir geholt und habe an dem Tag es angefangen zu lesen, und den Tag danach habe ich es fertig gelesen. Ich bin einfach ein Samantha Young-Suchti, ich kann das nicht anders sagen. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass das Buch mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugen konnte.
Ich weiß nicht, woran es lag, aber die Geschichte hat mich einfach nicht so gepackt. Ich erzähle euch aber auch hier erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Bailey und Vaughn. Und Bailey und Vaughn verbindet eine jahrelange Feindschaft. Die beiden können sich für den Tod nicht leiden. Wenn die sich sehen, dann fliegen die Fetzen. Und trotz alledem ist zwischen den beiden so eine gewisse Spannung, also die sich halt auch immer aufbaut. Und die beiden versuchen das Ganze natürlich gekonnt zu ignorieren. Und Bailey ist auch in einer stabilen Beziehung seit 10 Jahren. Und Vaughn ist so der typische Frauenheld. Er schleppt jede Nacht eine andere ab, hat nie längerfristige Beziehungen und passt somit auch gar nicht in Baileys Bild quasi eines Mannes auch hinein. Und dann ist es so, dass natürlich hier etwas passieren muss in der Geschichte, womit das Ganze natürlich seinen Lauf nimmt. Was jetzt hier der Auslöser dafür ist, das möchte ich euch natürlich nicht verraten, sonst spoilere ich euch viel zu viel. Aber ich kann nur so viel sagen, dass Bailey hier einige Dinge verkraften muss, die in ihrem Leben passieren. Und Vaughn stellt sich da so als kleiner Fels in der Brandung heraus und steht ihr da zur Seite und steht ihr bei. Und ja. Wie das Ganze am Ende mit den beiden ausgeht, das ist es, worum es in Every Little Thing mehr als nur einen Sommer geht. Und ja, wie gesagt, von der Handlung her fand ich es schön, aber die Handlung war für mich irgendwie zu platt. Also mir ist hier zu wenig passiert in der Geschichte. Also es waren in dieser Geschichte schon gute Wendungen drin und es war auch Drama in der Geschichte. Aber was die beiden Charaktere irgendwie so gemeinschaftlich betrifft, war es mir irgendwie dann am Ende im Gesamten zu wenig. Also man weiß hier, dass in Vaughns Vergangenheit irgendwas passiert sein muss. Und als es am Ende aufgelöst wird, was das jetzt genau ist, dachte ich mir nur so, aha. Ja, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so dramatisch, wie ich es erwartet hätte, was sein Verhalten jetzt irgendwie rechtfertigen würde. Das konnte ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehen und was Bailey betrifft, ihre Ängste betrifft und was da halt alles noch passiert, konnte ich sie wirklich sehr, sehr gut verstehen. Aber so im Großen und Ganzen war es definitiv nicht mein liebster Teil der Reihe, das weiß ich jetzt schon. Es war eine gute, solide Geschichte, aber es war halt keine Geschichte, die mich jetzt extrem vom Hocker gerissen hat. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich insgeheim auf die Geschichte von Emery zufiebere, seit dem ersten Band. Es ist ja bei den Geschichten von Samantha Young so, dass sie immer hier ein Konstrukt einer Gruppe baut und das dann einige Leute aus dieser Gruppe immer ihre Geschichten bekommen. Und im ersten Teil war es halt so, dass mich von Anfang an Emery als Charakter total gefesselt hat und ich einfach nur wissen wollte, was bei dieser Frau los ist, warum sie so ist, wie sie ist. Und dann gab es noch einen zweiten Charakter, der mich extrem interessiert hat, wo ich dachte, oh, bitte lass es der Gegenpart von Emery sein. Und das bestätigt sich in diesem Buch. Und ich habe hier gesessen und ich habe gejubelt, als ich das gelesen habe und gedacht habe, yay, der gehört zu Emery, juhu, meine Wünsche werden wahr. Ich hoffe jetzt nicht, dass Frau Young das Ganze doch nochmal ummodelt. Ich bete dafür, dass es nicht so ist. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob es daran mit lag, dass ich insgeheim mich eigentlich schon sehr auf die Geschichte von Emery eingeschossen habe und die endlich lesen möchte, dass mich dieses Buch nicht so packen konnte. Oder ich weiß nicht, woran es lag. Also der Schreibstil war wieder gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das Buch sehr, sehr gerne gelesen. Ich finde Samantha Young hat ganz tolle Metaphern, die sie auch immer schreibt und sie hat einen ganz tollen Satzbau und sie schreibt wirklich richtig schöne Sätze und Absätze und man liest manche Sachen auch gerne einfach zweimal, einfach weil es so schön ist. Also daran hat es definitiv auch nicht gelegen und am Setting hat es definitiv auch nicht gelegen, denn wir befinden uns hier wieder in Hartwell, in diesem kleinen Küstenstädtchen in Amerika, wo ich auch unbedingt mal hinfahren möchte, jetzt zum Urlaub machen. Und ja, also ich kann nicht sagen, woran es in diesem Buch gelegen hat, weil wie gesagt, tolle Charaktere, tolle Handlungen, tolles Setting, aber irgendwie hat es mich einfach nicht so gepackt. Es war für mich definitiv halt ein schwächerer Teil der Reihe. Warum? Ich kann es euch nicht wirklich benennen. Und wer gerne Liebesromane mit ein bisschen Erotik liest, ich sage es bewusst nicht Erotikromane, weil die Erotik hier in diesen Büchern nicht sehr, sehr viel ist, sondern wer halt wirklich gute, solide Liebesromane gerne liest mit einer schönen Story, mit tollen Charakteren, der sollte sich die Hartwell Love Stories auf jeden Fall mal mit angucken. Als New Adult würde ich diese Bücher nicht bezeichnen, die Charaktere sind alle über 30. Also das ist definitiv kein New Adult mehr. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten Teil. Ich weiß noch nicht, um wen es sich im dritten Teil dann dreht. Bitte lass es Emery sein, bitte lass es Emery sein, bitte lass es Emery sein, bitte. Aber ich bezweifle mal, dass es Emery ist. Ich denke mal eher, dass es vielleicht um... Ja, wen haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch die Schwester von Cooper, Cat. Und wir hätten noch die Freundin, die eine. Zu der gehört im Übrigen Matt Damon. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Dara, glaube ich, heißt sie.
Die hätten wir auch noch. Die könnte auch noch ihre Geschichte bekommen. Ja, also da gibt es schon noch ein paar Charaktere, deren Geschichten man erzählen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, die Reihe weiterzulesen. Wie gesagt, ist eine gute, solide Geschichte gewesen, hat mich jetzt aber nicht verstanden. Das waren meine letzten zwei gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.